Ja, und jetzt kommen wir zurück zu Super Mario Odyssey. Ja, mein Mikrofon hängt jetzt am Ständer irgendwie ein bisschen komisch. Es wird immer schlimmer mit diesem. Ich habe ja so einen billigen Ständer für das Mikrofon. Das wird echt immer schlimmer. Das hält fast gar nicht mehr. Aber heute wollen wir uns jetzt endlich mal. Wir haben ja auch sogar jetzt in einem der letzten Parts eine Anfrage bekommen, warum ich denn nicht mal Luigi's Ballonschlacht. Warum ich nicht Luigi's Ballonschlacht spiele. Und ja, ich wollte das halt immer so ein bisschen aufsparen. Ich denke mal, ja, irgendwann müssen wir das ja machen. Deswegen würde ich sagen, holla Bruder, du willst heiraten? Und das sagst du mir erst jetzt? Oh, du hast gerade nur mal das Outfit an. Mal so zum Spaß. Also sowas. Hey Bruder, du hast Prinzessin Peach gerettet. Nicht, ich bin total stolz auf dich, meine Bruder nennen zu dürfen. Aber genug davon, hör zu, Bruder. Ich habe mir eine neue Spiele ausgedacht. Das heißt Ballonjagd. Ballonjagd ist eine Minispiele, in dem du nach Ballonen suchen kannst, die von den Spielern aus aller Welt versteckt wurden. Dein Highscore-Spitzname und dein Profilbild sind öffentlich sichtbar. Möchtest du eine Verbindung zum Netzwerk herstellen und Ballonjagd spielen? Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Sehr, sehr schön. Ja, wir sehen diese wunderbare Netz... Okay, alles klar, es kann losgehen. Dann gucken wir mal. Es gibt zwei coole Arten, Ballon zu spielen. Es gibt Ballon verstecken und Ballonsuche. Fangen wir mit Ballonsuche an. Ich verstecke gerade mal einen Ballon. Und du suchst ihn. Du hast 30 Sekunden, den Ballon zu finden und den Platz zu lassen. Sobald du einen Startbereich verlassen hast, beginnt die Ballonsuche. Wow, Glückwunsch. Ja, das war jetzt schon hart, ne? Cool gemacht, Bruder. Jetzt möchte ich dir 50 Münzen weichen. Oh. Du hättest. Und dazu jetzt noch ein Zeitpunkt. Das macht nochmal 45 Münzen extra. Deshalb habe ich den Ballon versteckt. Mächtige verdecken alle Spieler aus aller Welt die Ballons. Und um die echte Ballon zu spielen, musst du immer ein paar Münzen abdrücken. So sind leider die Regeln. Und hast du es gemerkt, für alle drei. Gesammelte Münze hältst du eine Sekunde auf dein Zeitlimit obendrauf. Diese Regeln gelten für Ballon verloren. Praktisch nicht. Das rollt schon, dann spielen wir jetzt Ballon verstecken. Bei Ballon verstecken bist du der Typ, der die Ballons versteckt, Bruder. Spieler aus aller Herren Länder suchen sie. Du hältst so lange Münzen für jeden Mitspieler, der deinen Ballon sucht, bis ein Spieler ihn findet und zerplatzen lässt. Das Zeitlimit beträgt 30 Sekunden. Beim Verstecken lassen. Je nachdem, wie lange du brauchst, zu verstecken beeinflusst die Zeit. Die es zum anderen zum Finden haben. Du kannst dir Zeit lassen, ihn weiter weg verstecken oder schnell in der Nähe. Nutze deine Zeit. Clever, sobald du Startbereich verlassen, beginnt die Ballon. Okay. Dann gehen wir natürlich erstmal schon nach hinten. Das ist natürlich logisch. Und dann. Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich sag, platziere ich ihn lieber schnell und dann suchen die ihn ein bisschen komplizierter. Genau, dann suchen die vielleicht ein bisschen länger nach Intricate-Dingern. Und ja, so, jetzt haben wir einen versteckt. Vielleicht schaffst du ja eine Menge Münzen, wenn du deine Ballonsuche... Na gut, dann spielen wir mal die Ballonsuche. Welchen Ballon möchtest du suchen? Okay, Ballon-Code gibt's hier sogar. Komm hier, nehmen wir mal direkt Nummer 1 hier, Linda. Animal Crossing ist in Ordnung, 10 Münzen. Ist natürlich ein bisschen... Zeig dem Mann, wo der ist. Nicht euer Ernst, oder? War das dasselbe Versteck, das ich gewählt habe? Ach, komm schon hier, Linda. So geht das doch nicht. Cool gemacht, Bruder. Als Ballon möchte ich 50 Münzen. Oh, du hättest sogar noch einen Zeitbonus. Das macht mal 55% extra. Felix! Dann gucken wir mal, wie der Felix den versteckt hat. Dass man einen Pfeil kriegt, ist aber schon ein bisschen ein Scherz, oder? Hä? Ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck. Nein! Wo ist er denn? Mist. Der Felix.
Der Felix hat ihn gut versteckt, würde ich sagen. Felix hat noch 10 Münzen, weil wir draufgegangen sind. Ey, komm, anderer Ballon. Ricardo. Ich glaube, der wird schwer. Ricardo. Oh, 350. Der ist nicht da hinten auf dieser Insel, oder? Mich beschleicht das Gefühl, dass er da hinten auf der Insel ist. Hoffentlich irre ich mich dabei nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Da ist er. Nein! Nein, 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 nein! Komm schon! Nein! Yes! Nein, yes, yes! Nein! Oh, war das knapp! War das knapp! Ricardo, du alter Schlingel! Ricardo, dein Sternrang hat sich erhöht! Ricardo, du Schlingel! Schlingel, meine Güte! Hatte mehr Münzen für deine Tasche. Wow. Das war schon echt close. Gucken wir doch mal. Erich. Erich. Gucken wir mal. Der hat ihn relativ close versteckt. Und zwar, ja. Erich, das war kein gutes Versteck. Genauso wenig wie meins. Aber darum geht es ja jetzt nicht, ne? Danke, 51 Münzen. Zeitbonus 140 Münzen. Boah, das hat sich ja richtig gelohnt, hier den Erich zu suchen. Noch einen Sternrang erhöht. Nice. Ja, klar, ne? Gucken wir mal. Fernandez. Kunle. Gucken wir mal, wen gibt's hier denn noch? Dominik! Hat er zwar falsch geschrieben mit dem C am Ende, aber gucken wir doch mal, was der Dominik so für uns bereithält. So, von hier aus. Nein, 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 nein. Wieso geht der Timer denn los? Bam, Dominik, das war tatsächlich ein ganz cooles Versteck, finde ich. Also muss ich ihm lassen, besonders mit dem Zeitdruck, den man dadurch bekommt. Aber ich würde sagen, drei hintereinander gefunden, 63 Münzen oben drauf, dein Rang erhöht sich. Wunderbar, 5 sind wir nun schon, ein neuer Rang bedeutet mehr Münzen für deine Tasche. Natürlich, gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? Hier, komm, hier mit 1 Stern. Die sind bestimmt immer nice zu finden. Da kriegen wir mehr Boni. So, 160 Meter. Oh, ich sehe ihn schon. Jetzt nur nicht daneben springen, das wäre blöd. Und jetzt direkt rollen. Zack, 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 zack. Nein! Nein! Das war schon wieder echt dämlich, dass ich da vorbeigerollt bin. Aber hat ja alles noch gepasst, deswegen ist das in Ordnung. So, cool gemacht. 55 Münzen, ein Zeitbonus und 4 hintereinander, 33 Münzen oben drauf. Keine Rangerhöhung. Ja, zack. Chasey Boy! Chasey Boy! Dann gucken wir mal, wie unser Boy den versteckt hat. Oh, ich glaube, ich habe ihn bereits erspäht. Es tut mir jetzt leid für dich, Chasey Boy! Nein! Fall wird angezeigt, wenn du stehen bleibst. Ja, aber ich habe den Ballon von dem guten Chasey Boy ja schon entdeckt. Bada bang, Chasey Boy! Das war nicht ausreichend gut versteckt, mein junger Freund. Bam! Zeitbonus 35 Münzen, außerdem 5 ineinander, 44 Münzen. Glückwunsch, dein Rang erhöht sich, 150 Münzen extra! Woo! Yes!
Ja, Doppeldraune. Wen wollen wir denn suchen? Hier, komm hier. China Man. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber China Man. Da, 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 da. China Man. China Man. China Man. We're getting your balloon and then we're going to tear it apart and kill it and destroy it und so. Sehr, sehr schön. Da hat unser kleiner Kollege aus dem Osten, nicht aus Russland, aber trotzdem aus dem Osten, wohl nicht so gut verstecken können. So, 6 Münzen drauf. Hier kommt Splatty Boy. Blue Splat nennen wir ihn jetzt. Ich glaube, das heißt sein Name. Offiziell habe ich das gerade mal on the fly übersetzt. Er heißt tatsächlich Blue Splatty. Bada bang, das war ja relativ einfach. Und dann kriegen wir natürlich auch nochmal einen schönen Bonus. Zeitbonus und 7 Bonus und Rangerhöhungsbonus und Bonus-Bonuses. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir doch mal. Der Dill hier kommt. Dilly Boy, wie wir ihn alle nennen. Ja. Ne? Ist ein offizieller Name. Oh, ist noch weiter unten? Dilly Boy, der war gar nicht so schlecht versteckt, muss ich ganz ehrlich sagen, Dilly. Der war schon gut, ne? Da habe ich schon ein bisschen Zeitangst gekriegt. So, 25 Münzen extra, 81 Münzen. Dally, Sally Dally, gucken wir mal an, was er so auf Lager hat an Verstecken. Wir richten uns natürlich direkt mit dem Pfeil aus und sehen, dass der hier halt irgendwo. Komm schon, Mario, 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 Mario McMorrison, shit. Nein, Mario McMorrison. Mario McMorrison! Shit! Wo ist er? Ist er da drunter? Nein! Nein! Unser Balloon-Streak ist kaputt. Oh Mist. Dally hat uns also geschlagen. Na ja, komm. Den finden wir jetzt aber. Komm. Dally. So, hier sinkt die Distanz noch. Oh, Dally Boy, da hat er mich erwischt. Da hat er mich erwischt in einem Moment, wo ich ein bisschen geschlafen habe hier. Dally, aber Dally mit seiner Schwester Sally haben wir jetzt auch geschlagen. Zeitbonus, mein Rang erhöht sich. Allerdings, ja, leider ist unser Streak kaputt. Ali Bak! Ali Bark! Bark, Bark, Bark! Von Ali gucken wir mal. Ich habe das leichte Gefühl. Es ist schon gut, weil den kann man übersehen im Eifer des Gefechtes, ne? Dann muss man schon sagen. So, 59 Münzen, Zeit, Bonus. Zwei hintereinander, 11 Münzen. Yusif! Yusif, gucken wir mal, wie Yusif das denn gemacht hat, wie Yusif das geregelt hat. Gucken wir mal nach. Eigentlich müsste man an der Distanz irgendwann, ich glaube, wenn man das richtig viel in derselben Map spielt, müsste man irgendwie wahrscheinlich schon an der Distanz die Verstecke ablegen. Oh, da hätte ich ihn auch versteckt. Der ist doch hier drin, oder? Damit der hier drin ist. Ja, da hätte ich ihn auch reingetan. Sehr, sehr schön, Yusuf. Das war ein gutes Versteck. Cool gemacht, Bruder. Boah, jetzt fällt mir was ein. Man kann doch so einen Ballon-Code eingeben. Okay, passt auf. Wir machen jetzt eine Viewer-Challenge. Wenn ihr Mario Odyssey habt, das sage ich wahrscheinlich noch mal im nächsten Part, wenn wir anfangen, dass es auch mehr Leute mitkriegen. Wenn ihr Mario Odyssey habt, schickt mir euren Ballon-Code und dann probieren wir mal, ob wir die alle finden können oder ob ihr ein guter Verstecker seid. Ja? Dann gucken wir dann mal nach, ob ihr denn so gut seid, wie ihr denkt, oder ob ich so schlecht bin, wie ihr denkt.
Solche Verstecke möchte ich dann natürlich nicht sehen. Ja, also, das wäre schon gut, wenn ihr da euch was Besseres einfallen lasst. Aber sonst echt, lasst mal euren Balloncode in der Beschreibung da. Und dann gucken wir mal, ob ich den finden kann. So, jetzt haben wir schon wieder viel Ballonjagd gespielt. Gucken wir mal die Statistik an. Erhaltene Münzen 2097 in 15 Minuten. Das ist gut. Also, das geht schnell, wenn man da ordentlich Münzen, ordentlich Dings. Gott, meine Güte. Da kann man echt schnell Münzen hier mit verdienen. Ah, das ist. Ballon verstecken. Komm, wir verstecken noch mal einen. Hier verstecken wir natürlich. Sekunden, komm. Wir müssen das natürlich mit ordentlich Speed verstecken. So, wir versuchen jetzt einen coolen Move. Ich weiß nicht, ob der coole Move funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich es mir ausgedacht habe. So, und damit verlassen wir dann mal das. Ja, ist in Ordnung. Kommen bald wieder zum Spielen vorbei. Sehr, sehr schön. So, Leute, dann würde ich sagen, du hältst Münzen. Du hältst mehr Münzen, wenn du hier spielst. Polarland. Okay. Interessant. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Super Mario. Oh, das ist. Lass mir einen Code in der Beschreibung da. Tschüss.